ich die drei Gele, schwarz, rot, gelb und ein Clear Gel, weil ich diese Nähart in Nasstechnik arbeiten muss, sonst ziehen sich die Flämmchen nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber am besten zugucken, dann wissen Sie auch, was ich meine. So. Ich arbeite jetzt mit einem Dotting. Das ist ein Hilfswerkzeug extra für Nähart. Und zwar ist das ein kleiner Stahlstift mit vorne einem Kügelchen. Und damit berühre ich den Naturnagel gar nicht, sondern ziehe nur das Gel ab. Also gleichzeitig muss ich eine Nadel haben. So. Und bitte in die Lampe. Ich arbeite erst das schwarze Gel auf die Nagelspitze mit dem Dotting, mit dem Metallstiftchen und der Kugel. Dann arbeite ich rot, bemühe mich aber nicht mit dem Dotting auf den Nagel zu kommen, sondern nur das Gel abzustreifen. Das sagt man auch, man spielt mit dem Gel. Sehen Sie? So. So, und jetzt ziehe ich das Ganze mit einer Nadel als Flamme nach oben und in die Lampe. Ich arbeite jetzt wieder Nasstechnik und wir machen jetzt nochmal eine Alternative. Grundsätzlich gibt es also wahnsinnig viele Varianten, wie wir die drei Farbtöne verarbeiten könnten als Nailart. Da ist also der Idee überhaupt keine Grenzen gesetzt. Aber ich mache jetzt eine Blüte. Da setze ich das Gel nur hier vorne an. So. 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 Wir machen da aber jetzt ein bisschen mehr, dass es was höher zieht. So. Schön sieht es auch aus mit dem Glittergel. Da können wir ja gleich noch machen. So, dahin ziehe ich jetzt einmal hoch, nochmal hoch, dreimal hoch und einmal runter und so, dann wieder runter. So, jetzt arbeiten wir hier in diesem Blütennagel noch ein bisschen Glitter. Einfach so als Effekt. So. Sie dürfen auch nicht davon ausgehen, dass jeder Nagel gleich ist. Das ist ja alles Handarbeit. Ja. Und das Gel macht nicht grundsätzlich das, was ich immer will. Also es sieht sehr schön aus, wenn man hier so einen Glitzereffekt hat. So, und jetzt arbeite ich nicht nass in nass, sondern nehme sogar ganz vorsichtig die Schwitzschicht ab. Ja? Dass sich also nichts mehr verläuft. Und arbeite jetzt mit einem Hologel, mit einem Goldglittergel, mit Schwarz, mit Rot, aber so, wie es mir gerade auskommt. Das ist jetzt das Hologel. So. Das ist natürlich, wenn ich jetzt jeden Nagel so machen würde, wäre es sehr aufwendig, bräuchte ich auch bestimmt etwas über 2 Stunden, weil jedes Gel muss einzeln ausgehärtet werden.
natürlich durch die Farbkombination auch ein sehr schöner Effekt raus. Und wenn die nachher richtig schön modelliert sind, sieht das schon ganz toll aus. Ich meine, gut, die Farben sind ja jetzt auch sehr extrem, weil wir ja eben in den Weltmeisterfarben arbeiten. Kann man natürlich auch in ganz anderen Farbtönen machen, ist klar. Dementsprechend sieht das dann wieder ganz anders aus, so wie es bei mir aussieht. Ne? Wenn ich solche Arbeiten mache, dann konzentriere ich mich auch eher sehr und deshalb kann ich da nicht so viel bei sprechen. Jetzt haben wir ja Folgendes. Der Nagel ist ja vorne kräftiger als hinten, weil wir ja mit einem Gel über den Untergel gearbeitet haben. Wir müssen das jetzt auffüllen. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit einem Einphasengel, um die ganze Fläche ebenmäßig zu machen. Da arbeiten wir auch wieder in der Mitte den etwas Stresspunkt aus. Sehen Sie, das sehen Sie hier, dass der Nagel so geht. Ja, wie gesagt, ich arbeite immer die C-Kurve nachträglich noch ein bisschen aus. Immer muss ich mit dem Hölzchen nicht entlang, wenn ich selber sehe, dass ich nicht über den Rand gearbeitet habe. Ne? Aber für jemand, der da noch nicht so professionell ist, sollte schon zur Sicherheit immer dieses Hölzchen zur Hand haben und dadurch das Gel entfernen vom Nagel. Vom Nagelball, ne? Und vom Rand, sonst haftet das nämlich nicht. Die Nägel sind ausgehärtet. Ich schwitze das Ganze jetzt ab. Das nennt sich die Polymerisierungsschicht oder auch Schwitzschicht. So, die andere Hand bitte. So. Und jetzt kommt eigentlich eine sehr präzise Arbeit. Ich muss den Nagel modellieren. So kann ich die Kunde nicht laufen lassen, weil die Nageloberfläche ist uneben und ungleich dick. Und wir müssen das ja ganz ebenmäßig hinkriegen. So. Schalten wir mal die Schnittchen wieder an und fangen an.